Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Desperado. Heute machen wir eine Fragerunde. Hier ist gerade eine Spinne gestorben. Und genau, eine Fragerunde. Ich habe gerade nach meinem Zeug gesucht, weil ich bin eben gestorben, leider, weil ich AFK war, weil ich was nachprüfen wollte. Und ja, das gleiche ist mir gestern nämlich auch schon passiert. Jetzt habe ich zweimal meine ganzen Sachen verloren, ist ein bisschen blöd. Habe ich eben nachgesucht und habe nicht gefunden. Ich glaube sogar, ich stand in meinem Haus hier drin. Ich stand hier so einfach drin, so ganz normal. Und habe halt irgendwas nachgeguckt. Und dann kam hier anscheinend ein Zombie rein, hat mich getötet. Und ich war aber so lange AFK, dass das jetzt schon wieder gedespawnt ist. Geil, oder? Genau dasselbe ist mir gestern auch schon passiert. Da war ich in einem. Da habe ich halt gefarmt, so ein paar Diamanten und so. Hatte dann 30 Diamanten. Und bin dann in Lava reingegangen. Die hat mich angezündet und ich hatte natürlich keinen Wassereimer dabei. Das war ganz toll. Und auf den Weg dahin, ich hatte die Koordinaten, wo ich gestorben bin. Auf den Weg dahin bin ich dann dreimal gestorben und das war alles doof. So, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall meine neue Schmiede. Die habe ich ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt hier vorne wie nennt man das? Ne, so ein Ding. Wie nennt man denn sowas? Eine Terrasse habe ich dahin gebaut. Dann ist hier, habe ich meine Lava da drin. Und mein Ofen ist jetzt fertig. Genau, das kennt ihr ja alles noch nicht. Ich kann eigentlich alles mal zeigen. Dann kann man hier jetzt so reingehen. Und hier kann man sich dann was bestellen. Dann stehe ich hier drüben so und sage, hallo, willst du etwas haben? Und dann sagt er, ja bitte, ich hätte gerne ein paar Waffen. Und dann sage ich, okay, ist morgen fertig. Und dann sagt die, okay, dann komme ich morgen nochmal wieder. Und dann gehen sie wieder weg. Oder sie können hier warten, bis ich fertig bin und mir zugucken bei meiner schönen Arbeit. Aua. Blöde Decke. Oder rausgucken auf das schöne Dirt vom Nachbarn. Ist auch schön, oder? Steht hier doch so ein paar Dinger rum. Und eine Uhr habe ich sogar auch. Steht ja sogar die richtige Uhrzeit. Vielleicht? Nein. Nee, leider nicht. Okay. So, hier hatte ich zum Glück noch ein bisschen Essen drin. Da. Deswegen habe ich gerade ganz viel Essen. Aber ich hatte so einen blöden großen Rucksack schon. Hier, ich hatte so einen. Moment. Rucksack. Hier, ich hatte so einen hier. In Blau. Den da. Großer blauer Rucksack. Und dafür braucht man dieses gegerbtes Leder. Und für dieses gegerbte Leder braucht man gebundenes Leder. Und für gebundenes Leder braucht man richtig viele Fäden. Das hatte ich alles. Und der ist jetzt aber leider weg. Genauso wie mein ganzer anderes Stuff. Ich weiß leider gerade gar nicht, was ich so dabei hatte. Aber okay. Zum Glück habe ich hier noch alles reingepackt, was irgendwie ein bisschen wichtig war. So, ein Eisenblock nehmen wir mal kurz mit. Denn ich habe jetzt schon wieder viel zu viel gelabert. Fällt mir gerade auf. Aber ich nicht weiter tragisch. Ich wundere mich gerade, soll ich meine Rüstung mitnehmen oder nicht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hier habe ich mich halt auch so ein bisschen eingerichtet. Hier kann ich dann immer arbeiten. Übrigens, wenn ihr diese Dinger hier kennt, diese Schreibtische, habt ihr eine Ahnung, wie man da was reinlegen kann oder was man da reinlegen kann? Weil wenn ich hier jetzt irgendwas reinlegen will, das geht nicht. Aber da muss ja irgendwas gehen. Was sonst noch? Ich habe hier so einen kleinen Creeper geschenkt bekommen von Frau Histories. Das war auch sehr nett. Und was diese Dinger bringen, weiß ich auch nicht. Und da kann auch irgendwie nichts rein. Ich habe alles Mögliche gebaut. Ich habe auch so einen Luna-Kalender gemacht. Oben war ich auch noch nicht, aber da ist auch noch nicht wirklich was. Ich weiß auch gar nicht, was hier hinkommen soll. Wenn ihr Ideen habt, was hier oben hinkommen soll, dann könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Und ja, soweit dazu. Hier wird es auf jeden Fall noch ein bisschen eingerichtet. Genau. So. Ich wollte ein bisschen Holz. Habe ich irgendwo ein bisschen Holz? Ich denke mal nicht, weil mein ganzes Holz immer weg ist, weil ich andauernd sterbe. Das bedeutet, wir müssen uns Holz suchen. Okay, alles klar. Auch nicht so schlimm. Habe ich irgendwas im Briefkasten? Oh, Spinatsaat, Maiskörner, Tomatensaat, Melonenkerne, Gurken. Gurkensaat und Kürbis. Geil. Naja, was auch immer. Auf jeden Fall ist noch mein Pferd gestorben. D ist gestorben. Du warst ein besonderes Pferd. RIP. D. Rest in Peace. Hat ganze 3 Tage überlebt. Ist am 4. schon gestorben. Naja, egal. Ich habe mir ein neues Pferd geholt. Ich habe nämlich einen Sattel gefunden, zum Glück. Und der ist noch namenslos, deswegen, ich brauche noch einen Namen für den. Wenn ihr da auch irgendwie eine Idee habt, dann gerne schreiben. Ist das auf jeden Fall ein schwarzes Pferd? Darauf habe ich bestanden, dass es ein schwarzes Pferd ist. Und ich würde sagen, wir nehmen das mal kurz mit. Ich habe leider keine Axt, deswegen dauert das jetzt hier ein bisschen. So. Und das war echt schwer, so ein schwarzes Pferd zu finden. Erstmal Pferde allgemein zu finden und dann auch noch ein schwarzes. Aber jetzt habe ich eins. Das ist schön, oder? Und das werde ich nicht sterben lassen. Gut, wir galoppieren einfach mal in irgendeine Richtung. Ich glaube, wir gehen einfach mal dahin. Da hat Corona das Game gejoint. So, und jetzt habe ich hier schon wieder 5 Minuten irgendeine
Bullshit gelabert. Ah, nein, Pferd, bitte, die sterben. Würde ich sagen, wir beginnen einfach mal mit der ersten Frage. Ich muss mal gucken, die ich von Takeru Bockt. Takeru Bockt? Hallo. Oh, fuck, ich hab gerade den Enderman an. Das ist nicht gut. Ah, lauf weg. Ich wollte ihn gar nicht angucken. So, wir brauchen auf jeden Fall Holz. Das ist wichtig. So, und zwar hat er gefragt. Unter den Hashtag fragt Dizzy. Wie fühlst du dich mit deinem Wachstum auf YouTube? Geht es dir zu schnell? Ob das zu schnell geht? Nö, ich habe jetzt auch nicht so einen krassen Wachstum. Oh, das dürft ihr, glaube ich, noch gar nicht sehen. Oder? Ihr habt nichts gesehen. Psst, wenn jemand fragt, ihr habt nichts gesehen. Ob mein Wachstum wieder zu schnell geht? Nö. Ich habe jetzt nur ein paar hundert Abonnenten dazu bekommen. Was heißt denn nur? Ich habe halt so 200 bis 300 Abonnenten bisher dazu gekommen. Freut mich auch. Ich habe jetzt die 1000 Abonnenten nämlich geknackt. Das wäre ganz super. Aber das hält sich noch in Grenzen. Also ich finde, das geht jetzt nicht zu schnell. Was zu schnell wäre, wäre wahrscheinlich, wenn ich irgendwie 10.000 Abonnenten auf einmal bekommen würde oder so. Dann wäre der Druck irgendwie schon ziemlich hoch. Aber so geht das eigentlich noch. Das Villager-Dorf. Gibt es denn hier mal Bäume? Weiß ich gar nicht. Wir gucken einfach mal. Ja, aber so ist das schon ganz gut. Ich finde auch, dass das lieber ein bisschen langsamer gehen soll, statt so richtig schnell. Weil dann kann man sich darauf einstellen, so, ja, ich habe jetzt ein paar mehr Abonnenten. Und dann wächst man quasi mit seinen Abonnenten mit, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Also ich bin zufrieden damit. Geht mir nicht zu schnell, geht mir nicht zu langsam. Ist eigentlich gerade perfekt. Genau. Aber natürlich freue ich mich, dass da ganz viele neue dazugekommen sind. So ist das nicht. Gut, zweite Frage von Wulfell, von der guten Momo. Guck mal, hier sind noch mehr Pferde. Okay, aber nur Wild Horses. Schade, schade, Schokolade. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen Leder uns holen, aber wir müssen erstmal Holz finden, sonst können wir gar nichts machen. Von Wulfell, sie hat fragte, unter den Hashtag fragte sie, was ist dein Lieblings-Nintendo-Spiel und bevorzugst du eher die alten oder die neuen Konsolen? Mein Lieblings-Nintendo-Spiel. Erstmal danke für die Frage natürlich. Mein Lieblings-Nintendo-Spiel ist wahrscheinlich The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja. Habe ich früher mal bei meinem Bruder zugeguckt und fand das schon damals ganz toll. Ja, ich habe nur zugeguckt, weil erstens war ich noch zu klein dafür. Und zweitens war das viel zu gruselig für mich. Und drittens hat das voll Spaß gemacht, meinem Bruder zuzugucken. Ja. Also, The Legend of Zelda auf der Nintendo 64 damals noch. Ach, das waren Zeiten. So, und meine Lieblingskonsole oder ne, was hat sie gefragt? Ob ich die alten oder die neuen Konsolen besser finde? Ich hätte eigentlich mal einen Shader reinmachen können, oder? Komm, wir spielen mal mit Shader hier. Geil. Sieht gleich viel besser aus. So, weiß ich, was meinst du denn mit alten Konsolen? Wenn du alte Konsolen Nintendo 64 und so meinst, dann eher nicht, aber diese Mittelkonsolen. Also ich habe eine Wii zum Beispiel und eine PS3, aber die ganzen Next-Gen-Konsolen habe ich nicht. Von wegen PS4 oder Wii U. Eine Xbox hatte ich sowieso noch überhaupt nie. Was ich noch habe, ist ein 3DS. Vielleicht zählt das noch als Next-Gen. Aber weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Nö, ich habe einen PC, das lag mir. Und diese alten Konsolen, die sind auch noch nicht so alt, aber so. Dann die nächste Frage von Andreas Weiß. Hashtag fragt Dizzy, was ist deine momentane Top 3 der Spiele und könntest du bitte mich grüßen? Du bist mein Lieblings-YouTuber, Herzchen. Okay, erstmal danke für das Kompliment und hallo Andreas. meine Top 3 Spiele, Top 3 Spiele, was ich zurzeit so spiele oder auf All-Time? Das wäre ja auch nochmal eine Frage, die man fragen könnte. Ach, guck mal, da sind Bäume, aber das sind eigentlich nicht die Bäume, die ich haben will. Egal, Bäume sind Bäume, würde ich sagen. Meine Top 3 Spiele, wollen wir eigentlich... Huch. Ach, habe ich eben abgebaut, genau, stimmt. Okay, bleib mal kurz da. Du namensloses Pferd, du Nachtschatten. Ich weiß noch nicht, wie ich dich nennen soll. Meine Top 3 Spiele. In letzter Zeit spiele ich auf jeden Fall sehr viel Minecraft. Das liegt aber auch an Desperado jetzt. Das spiele ich also wirklich fast den ganzen Tag. Ist krass. Sonst Osu und League of Legends. Diese drei Verdächtigen. Die spiele ich eigentlich immer. Und sonst auf All Time. Boah, da muss ich nachdenken. Also auf jeden Fall Legend of Zelda, Ocarina of Time. Wie schon vorhin angesprochen.
Ein zweites Spiel. Final Fantasy Crisis Core. Final Fantasy 7 Crisis Core. Das war auch richtig geil auf der PSP. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, dann auf jeden Fall mal angucken. Ist auch sehr geil. Und ein drittes. Eigentlich gibt es viel zu viele geile Spiele, um sich da irgendwie zu entscheiden. Da wäre zum Beispiel God of War 3 oder Final Fantasy Dissidia. Wieso sind hier diese komischen Dinger? Oh Gott, was mein Pferd? Nein, und es hat noch keinen Namen. Da unten. Ich habe immer Angst, wenn ich es nicht mehr sehe. Und das läuft auch immer so weit weg. Obwohl, jetzt ist es, glaube ich, gar nicht so weit weggelaufen. Egal, so. Brauche erstmal ein bisschen Zeug. Und sonst auch noch Paper Mario. Paper Mario fand ich auch immer super. Frisst mein Pferd da gerade oder was passiert da? So. Was könnten wir sonst noch machen? Eine Axt zum Beispiel. Eine Axt wäre doch auch ganz schön. Yes. Wir sind wieder ausgerüstet. Das frisst tatsächlich. Hast du so viel Hunger? Oder gehen die Dinger nur kaputt? Keine Ahnung. Ich pflanze das mal eben neu. Finde ich nicht mehr blöd, wenn hier keine Bäume mehr sind. So. Ja, gehen wir aber weiter. Ja, also müsste ich länger drüber nachdenken, was meine Top 3 Spiele wären of all time. Weiß ich gerade nicht so wirklich. Aber okay. Kühe wären ganz cool gerade. Warum ist hier heute überall Eis? Oh Gott. Oh, Nachzucht? Wie kriegt man das denn? Nachzucht. Deicher. Okay. Habe ich noch eine Frage? Von S. Punkt. Die heißt aber mit dem Ad-Namen irgendwas mit Sophie, also denke ich mal, sie heißt Sophie. Fragt. Unter Hashtag fragte sie. Wie verstehst du dich mit Manuel, Delay oder Herr Bergmann, da du ja mal ein Zuschauer von ihnen warst, beziehungsweise bist? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, nicht sterben. Pferd, sind wir gerade im Wasser? Oh Gott, in dem Shader sieht man ja gar kein Wasser. Okay, das ist schlimm. Das wäre jetzt richtig schlimm, wenn mein Pferd sterben würde. Ich habe so lange danach gesucht. Vor allem, man braucht ja erstmal einen Sattel, den musst du auch erstmal finden. Egal. Wie ich mich mit dem verstehe? Ganz gut. Also, die sind auf jeden Fall alle sehr nett. Oh Gott, das tut weh. Das wird weh tun, ja. Aber das Problem ist halt, dass sie, wenn sie auf dem Server kommen, nur ganz kurz drauf sind, kurz ihre Folge aufnehmen und dann wieder abhauen. Also meistens ist es auf jeden Fall so. Der Sergeant Max, der ist noch ein bisschen länger meistens drauf, aber die anderen sind halt kurz mal drauf und dann sind sie auch schon wieder weg. Und daher gesprochen habe ich noch nicht wirklich mit denen, außer bei dieser KBC-Eröffnung. Haben die mal alle ein bisschen so geredet, konnte man da auch ein bisschen mit denen reden. Das war ganz schön und die sind alle ganz nett, ja. Also, ja, privat, wie auch in ihren Videos natürlich. So. Und sind auch alle wirklich so wie in den Videos, also sind sehr sympathisch auf jeden Fall. Ja. So. Ich glaube, eine Frage kann ich noch machen. Find ich gerade ein bisschen blöd, dass ich hier weder. Also, ich habe ein bisschen Holz gefunden, das ist okay, aber ich habe leider weder eine Kuh gefunden, noch irgendwas anderes. Noch irgendwie eine Spinne oder so, die ich töten könnte. Naja, okay. Okay, eine Frage noch. Was ist, also von Wombi, was ist dein Ziel in Hashtag MC Desperado? Was willst du unbedingt erreichen? Hashtag fragt er sie. Mein Ziel in Desperado? Da fragst du was. ich habe gar nicht so ein richtiges Ziel. Das sind halt immer so Teilziele. Erst wollte ich halt eine Schmiede bauen, auf jeden Fall. Ja. Dann wollte ich einen Sattel finden, beziehungsweise erstmal farmen. Das hat auch alles ganz lange gedauert. Dann wollte ich mir ein schwarzes Pferd suchen. Das habe ich jetzt alles soweit. Die Schmiede muss halt noch ein bisschen ausgebaut werden. Aber ansonsten ist das ja jetzt alles schon so erledigt. Und als nächstes Teilziel. Was kann man denn für Ziele haben in einem Minecraft-Spiel? Mein nächstes Ziel ist vielleicht. Ich habe kein Ziel. Ich konzentriere mich als nächstes einfach auf Roleplay und dann passt das alles. Und jetzt bin ich hier in der Savanne und habe nichts gefunden. Geil. Das war eine super Folge, oder? Ich hoffe, ich habe damit auf jeden Fall ein paar Fragen von euch beantwortet. Danke auf jeden Fall auch, dass ihr die Fragen überhaupt gestellt habt. Und dann würde ich sagen, war es das aber für diese Folge. Ich muss gleich mal schauen, wie ich wieder zurückkomme und ob ich hier vielleicht noch irgendwie ein paar Kühe finde. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. Nein, Wasser ist schlimm. Oh Gott, geht da wieder raus. Oh Gott, du bist hier raus. Nein, du darfst nicht ertrinken. Warte mal. So, nee.
Als ob das nicht geht. Jetzt geh da raus. Danke. Oh Gott, ich habe Angst um mein Pferd. Ich muss schnell wieder nach Hause und es einsperren. Denn was man schützen will, muss eingesperrt werden. Ja, gut. Ich würde dann auf jeden Fall sagen, was ist für diese Folge? Für diese Quatsch-Folge mal wieder. Die nächste Folge sollte dann eine Roleplay-Folge sein, wenn ich das alles hinbekomme. Leider ist das ein bisschen komisch. Ich möchte halt ein bisschen auf mein Pferd eingehen, etc. Und ja, mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.